gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du, er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Oh je, dicke Luft im Paradies. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Na gut. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grogkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Na gut. Wir sollen dem Hirgon folgen. Und das tun wir. Ist Hirgon der junge Mann, den wir immer in den Geschichten der Relikte kennengelernt haben? Ich glaube ja. Coole. Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Ein Glück, sonst hätten wir neben den Trollen noch Grauks. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Wie der Hammer so stark werden kann. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. So, einen Moment. Kurz Nacken knacken lassen und ein Windows-Pop-up, das allseits beliebte. Das war das. Jetzt gehen wir wieder rein. Ich hoffe, die Aufnahme hat es nicht zerschreddert. Aufnahme läuft noch und Audio läuft auch noch. Geil, geil. Okay. So. Hoffentlich kann ich die Bleichhaut ganz allein töten, damit ich die Belohnung nicht mit euch Trotteln teilen muss. Schade, keine Belohnung für dich. So, sichere das Gebiet. Machen wir doch. Der Karren, der Funke unserer Rebellion. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wie er nicht mal was mitgekriegt hat. Voll geil. Und du noch? Einer fehlt noch. Ah, der Scharfschütze, der sehr, sehr aufmerksam seine Arbeit erledigt hat. So. Das war das. Jetzt sollen wir ihm folgen, dann folgen wir dem guten Hirgon mal. Der Weg ist frei, Männer! Gute Arbeit, Talion. Danke. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Und wie machen wir das? Da hinten schnappen sie sich den. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen jetzt die Lass uns gehen. Die riesige Statue zu bombardieren, ne? Also, die wir schon oft gesehen und gewürdigt haben auch. Die versuchen wir zu zerstören, kann das sein? Voll geil. So, wir schleichen uns durch die Gegend. Hier sind alle tot. Warte! Es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule. Ghule! Sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Na? Wir schaffen das schon. Ruhe! Zum Glück haben wir die Fähigkeit, ey. Die ist mega hilfreich gegen diese ganzen Ghoul-Viecher. So, was haben wir hier? Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen.
Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Okay. Dann mal das. So. Schön, schön, sneaky, sneaky. Normalerweise erst ihn ausschalten. Mit dem letzten Elbengeschoss. Jetzt haben wir keins mehr. Das war das. Und am Feuer warten wir. Und ziehen weiter. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? So wie du das meinst, wahrscheinlich so schnell keiner. So, schade, dass wir wenig reden, deswegen rede ich jetzt mal wieder rein. Und wir sehen, dass wir schon sehr, sehr fortgeschritten sind, was unsere ganzen Fähigkeiten und Angriffe und sowas angeht. Deswegen, fällt uns das so mega leicht gerade. Hule umschwärmen und durchtappen. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Das ist gut. Wie gesagt, man merkt, dass wir sehr weit fortgeschritten sind und deswegen kaum Probleme mit den Missionen haben aktuell. Bis auf unsere eigene Ungeduld. Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Geil. So. Und schon rennen wir. Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns an! So, Freunde! Was haltet ihr davon, hä? Macht mal Feierabend! So. Das funktioniert doch eigentlich schon mal ganz gut. Und hip. Bin mal gespannt, ob das klappen wird, beziehungsweise wie das dann aussehen wird, wenn wir diese fette Statue... Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Okay. Tun wir das. Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Ich freue mich drauf. Urpfeil ist schon viel zu lange wieder trocken. Es ist zu still. Irgendetwas ist hier faul. Wieder tote Orks. Kommen jetzt wieder ein Haufen Ghule. Ja. Wer hätte das gedacht? Kann ich eigentlich so ein Karago auch am Boden festkippen? Nee, ne?
Hopp. Karagor, ein Feind ersetzt den nächsten. Und ich frage mich nur, warum wir jetzt die Ghule auf einmal angreifen. Vorher haben wir kaum welche gesehen in der Nähe der Uruks. Und jetzt sind die ganzen... Vor uns erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Bald wird das Monument fallen. Ich hoffe doch. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Bin ich zu leise? Ich weiß es nicht. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Willst du noch unseren letzten Häuptling? Ein Schwächling namens Redback bleibt mir kaum bis zum Bauch. Pop. Versucht mich herumzukommandieren. Und schießen! Ich glaube, hier waren wir aber noch gar nicht, ne? Bei dem Monumentbau und so. Blickt in den Himmel, wenn ihr auf Patrouille seid, damit sich der Grabwandler nicht so einfach auf euch stürzen kann. Weise Worte. Aber kannst du sie auch umsetzen? Ich denke nicht. Boah, das ist krass. Wie wir bewegen uns mittlerweile wirklich wie ein Schatten. Leise und tödlich. So, warum nicht einfach mal die Fliegen benutzen? Okay, wo sind die Wachen? Also die Bogenschützen? Der Sklave Flieger ist Stahl! Vielleicht da jemand um mehr. Ja. Sag, gib mir dein Eingeweide. Und das. Sehr gut. Hier uns Leute helfen uns gerade schon, ne? Kann das sein? Eins. Zwei. Nein. Das war das Richtige. Ich kümmere mich um die Uruks. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. So, wir sollen uns also um die Uruks kümmern. Dann tun wir das. In gewohnter Manier. Kopf. Und... Beinfrei. Na, ich weiß gar nicht, was ich dir erzähle. Aber das geht und ich glaube, davon dürfte auch noch was gehen, ja sehr. Und zack, fett from den Shoulders runter. Wie er mir mit so einem scheiß Beil auf mich wirft. Das ist ein Problem. Lern mal Respekt, Junge. Lern mal Respekt. Auch Elbengeschosse. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. So. Okay, wir können's. Wir sind die einzigen, die ihn gerade schieben können, weil er brennt, denke ich. Na, na, na. Die Leute helfen uns hier. Das ist schon mal sehr gut, dass wir nicht alles alleine machen müssen. Ich finde gut, dass es funktioniert.
Eins. Zwei. Drei. Ah, okay. Die ganze Zeit extra auf uns schmeißen, aber ich ignoriere das jetzt erstmal, um den Karren so schnell wie möglich an sein Ziel zu bekommen. Ich hoffe, das reicht. Reicht das? Ja. 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 Brecht die Ketten. Und seht, wie euer Meister abermals fällt. Das ist eine Warnung, Sauron. Du hast ihren Untergang besiegelt. Mein Volk glaubt, es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. Das Monument ist gefallen. Aber leider auch zu viele unserer Männer. Das war das. Grotau, der Grausame, ist Erfolg. Es scheint, als wäre ich im Tode für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben.